Hallo und herzlich willkommen an Bord der Raumstation unter Berlin. Hier ist das Seabase-Studium, der Seabase-Stream. Und selbst der Ajuvo, ich bedanke mich dafür, heute eine halbe Stunde bekommen zu haben, um so ein bisschen meine Gedanken beim Reden zu verfertigen und einen Vortrag fortzusetzen, der in diesem Herbst auf den Datenspuren stattgefunden hat. Auf der Folie seht ihr so einen etwas längeren Link. Ich denke, wenn ihr auf media.ccc.de das Stichwort Seuche eingibt, dann werdet ihr sicherlich fündig. Solltet ihr also die Aufzeichnung sehen, dann wäre eine Möglichkeit, sich erstmal Teil 1 oder Version 1, eigentlich daher die Versionierungsnummer, ein wenig anzusehen. Wahrscheinlich gibt es mehr Fragen als Antworten. Ich hoffe, ich schaffe ein bisschen Bewusstsein und ich unterhalte euch gut eine halbe Stunde lang. Wenn es Feedback gibt, so würde mich das sehr, sehr freuen. Das könntet ihr direkt am besten loswerden auf Social Media, also auf Twitter oder auch auf Mastodon und da am besten auf der Instanz chaos.social. Auf beiden heiße ich der Ajuvo, A-J-U-V-O. Wenn ihr mich also Menschen nennen würdet und dazu den Hashtag RC3Seabase, dann wäre das ganz toll. Dann haben auch die Leute, die für uns die Social Media beobachten und unsere Pads befüllen, eine Chance, euch da bemerkbar zu machen, sodass wir anschließend darauf eingehen können. Ich möchte also eine halbe Stunde sozusagen vom Sofa plaudern, darüber, wie es uns in unseren Hackspaces so geht, mit der Frage, die Pandemie bekämpfen zu müssen und gleichzeitig dafür zu arbeiten, dass Überwachung und Kontrolle nicht überhand nehmen, in dem Sinne, wie wir das schon seit Jahrzehnten tun. Also dieses klassische Dilemma mal ein wenig zu beleuchten. Ja, der Wunsch nach einer Fortsetzung kam aus dem Kreis der Leute, die mir in Dresden direkt oder indirekt zugehört haben. Ich habe mehr oder weniger spontan in Abwandlung eines Titels von Michel Foucault euch denselben ein bisschen gelesen und habe auch vorgelesen, wie man so vor etwas über 200 Jahren in Frankreich in einer Stadt vorging, wenn dort eine Seuche ausbrach. Und das war schon recht rigide, erinnerte aber in vielerlei Hinsicht auch ganz genau an das, was heute passiert, auch an die Diskussionen, an die rationalen und irrationalen Verhaltensweisen und so weiter. Dieses Plauderformat ist eins, was mir liegt. Das wird nicht für jeden am besten sein. Machen wir mal einen Einstieg mit einem Gefühl, was mich und andere beschlichen hat. Disclaimer hier, when in doubt, not my opinion. Context is king. Natürlich kann man genau wie bei meinem Dresdner Vortrag sehr schön einzelne halbe Minuten rausschneiden, mir und anderen unterschieben. Und was ich hier als Meinung oder mutmaßliche Meinung und Äußerung anderer Menschen wiedergebe, das ist im Zweifel ohne Kontext nicht meine Meinung, denn ansonsten könnte man manch schlichtes Gemüt denken, was für ein schrecklicher Mensch denn hier sitzt. Now and here, wie so schön heißt, for the uncomfortable. Kognitive Dissonanz ist so ein Begriff. Dissonante Wahrnehmung im Aktivismus während der Pandemie habe ich es mal überschrieben. Was ist hier dissonant? Es werden Ideale diskutiert und proklamiert. Deklamierte Tugenden, Dienst für die Gemeinschaft, gar Aufopferung für die Gemeinschaft, Eingehen von Risiken für alle. Gemeinsam sind wir stärker als jeder für uns alleine. Appellieren am Skepsis. Wir Hacker wollen ja genau wissen, was eigentlich da draußen passiert. Wie sieht es denn aus? Wir wollen aufmachen, hineinschauen, schlauer werden, aha, wieder zumachen, am besten so, dass es niemand bemerkt hat. Und wenn wir böse Dinge sehen, dann wollen wir Widerstand leisten oder ihn jedenfalls ermöglichen. Und auf der anderen Seite kommen auch aus unseren Kreisen, die so immer gedacht und sich geäußert haben, Forderungen nach Überwachung, nach Tracking, nach datensparsamen und State-of-the-Art-Apps, die im Grunde tracken, wer wann wen wie lange unter welchen Bedingungen getroffen hat. Möglicherweise nun auch bei der Einführung einer Impfpflicht nach einem zentralen Impfregister. Und wir haben ja durchaus Verdienste erreicht, indem wir eine Corona-Warn-App erreicht haben, die zumindest einigermaßen unseren Anforderungen entsprach. Wir haben der alten und der neuen Regierung Prüfsteine und Tipps gegeben als Chaos und haben uns auch schon in diesem Sinne zu eventuell notwendigen zentralen Registern geäußert. Das ist eine ganze Menge. Also als die ersten Schatten von Chaos auf mich fielen, da redeten wir über Volkszählung und Volkszählungsboykott. Das war ein Kindergeburtstag und geradezu ein datenschützerischer Genuss, diese Papierfragebögen, wo man perforiert oben tatsächlich den Rand mit den personenbezogenen Daten abreißen konnte, nachdem der Fragebogen erhoben war und der anonyme Teil wurde dann
maschinenlesbar. Ja, Überwachung, Tracking, Ruf nach mehr Staatsgewalt, diesen für die falsche Sache Demonstrierenden, den Irrationalen, den verrückt gewordenen, muss man doch mal mit der Staatsgewalt zu Leibe rücken. Bei uns sind sie doch auch schnell mit dem Knüppel dabei und am besten noch ein halbautomatisches Strafrecht sozusagen, so nach dem Motto, wer per Gesichtserkennung in der sächsischen Kleinstadt auf dem Marktplatz getroffen wird, bekommt 2 Tage später vom Landratsamt ein Bußgeldbescheid. So nach dem Motto, wollen wir diese Leute doch mal mit ihren eigenen Waffen schlagen. Dabei schlagen wir damit uns. Da bin ich schon bei der Schilderung des Dilemmas relativ weit vorangekommen oder der diversen Dilemmata, die sich hier ergeben haben. Es gibt noch eine andere Dimension. Es ist die von uns gern selbst in Anspruch genommene Erzählung von Statistik, Evidenz, Mathematik, Wissenschaft und darauf und daraus begründete Erfahrung, die gegenübergestellt wird, sowohl im schlechten Sinne, im schlecht gemeinten Sinne, wie auch im gut gemeinten Sinne eines Protestes dagegen, Begriffen wie Diktatur, Lüge, Fälschung, Vorwurf des Sozialdarwinismus, gar des Faschismus. Wohlgemerkt oft aus dem Munde ein und derselben Person, je nachdem, in welchem Kontext sie redet. Nun ist das alles schon mal da gewesen. Ich hatte in Teil 1 Foucault gelesen, der zitiert einen Text aus Frankreich von 1795. Da gab es ein äußerst strenges und rigides Regiment bei solchen. Und auch in völliger Abwesenheit von Elektrizität und Computern war erstaunlich, was die schon alles reproduzieren oder eigentlich vorwegnehmen könnten, an Bord der Siebes mit Zeitloch auch reproduzieren, von dem, was heute passiert. Gewalt und Massenpsychose, ganz wichtig, ein strenges Regiment, Todesstrafe bei solche, man hatte zu bestimmten Zeiten an seinem Fenster zu stehen und der Inspektor hatte zu sehen, dass man auch noch da war, wenn nicht, war man mutmaßlich tot und wurde abgeholt. Wurde man dann doch angetroffen, dann wurde man der Todesstrafe zugeführt und sozusagen die Statistik gereinigt. Aber es gab auch ein feines System, Leuten ihre Vorräte, ihr Essen und Trinken vor die Tür zu stellen, wie wir das heute auch kennen. Also alles schon mal da gewesen, auch bei späteren Seuchen. Allerdings löst diese Erkenntnis das Problem nicht. Im Gegenteil, man kann, wie so oft in der Philosophie, auch feststellen, dass manches von dem, was unsere Vorväter bis zu den alten Griechen und davor aufgeschrieben haben, auch heute noch wertvoll und relevant ist. Was ja irgendwie heißt, wenn die Relevanz geblieben ist, dass sich so viel an den sozialen Verhältnissen von uns Menschen nicht geändert hat. Wie wirkt das nur auf unsere kleine Welt und auf die da draußen? Ich kann hier auch nur eine eigene Wahrnehmung aus vielen Jahrzehnten wiedergeben. Es gibt ja so geglaubte, umstrittene, unbewusste Selbstständigkeiten. Der Grad der Umstrittenheit ist verschieden. Es gibt Orte, die verstehen sich als ein Hort, ein Raum für gefährliche Menschen, für abseitige Typen, für atypische in unserer Welt, wobei das im besten Sinne gemeint sein kann. Kurz und gut, so ähnlich wie der Ort, an dem ich mich heute befinde, Orte für ein atypisches Weltbenutzerverhalten. Skepsis und Neugier und Hacken, das sind wichtige Werte, die man auf jeden Fall bewahren und ausüben sollte. Und wir sollten jemanden nicht danach beurteilen, wie er aussieht oder wie sie aussieht, sondern was sie tut. Ja, und die da draußen, die sind irgendwie rigide, die sind arbeitsteilig, also müssen sie ein bisschen typisierend sein, das verstehen wir ja irgendwie auch, standardisieren und damit aber auch ausgrenzend für die, die allzu weit vom Standard abweichen und optimierend zur Not, nicht nur als Organisation, sondern auch als Bündel und Hierarchie von Selbstoptimierungen. Und was machen wir darin? Naja, wir suchen Nischen, wir haben oft Nischenprivilegien, weil wir Dinge können, die nicht viele können und uns relativ viele Ansprüche erfüllen können, die wir haben und stellen. Ansprüche auf Anderssein und auch auf Toleranz auf unsere Art, jedenfalls auf Toleranz gegenüber der Andersartigkeit von unsereinem. Ich komme auf den Aspekt gleich noch zurück. Eine Beobachtung der letzten Wochen ist die wiederkehrende Erzählung von mir wohlgeschätzten Menschen aus verschiedenen Spaces, die sich mit Wohlgefallen darüber freuen, was für eine neue Harmonie in ihren Spaces ausgebrochen sei, jetzt wo die ganzen Schwurbler weg seien oder nicht dahin dürften. Ich komme nochmal drauf zurück. Ja, was bisher geschah? Also irgendwann,
so Anfang letzten Jahres, also nunmehr vor fast zwei Jahresspannen, kam irgendwann dieses Pandemie-Ding, es kam Isolation, war ja auf eine Art auch gut, so mancher fand es sowieso schön, sich zu isolieren. Es gab eine Menge Solidarität, wir haben alle Maskenhalter und Face Shields in unseren Fabspaces gedruckt und verteilt und haben versucht, mit Technik den Virus zu besiegen. Es gab Leute, die haben versucht, DIY 3D-gedruckte Beatmungsgeräte zu konstruieren, weil die Erzählung war, die würde man dringend brauchen können. Und ja, das Wort Verschwörungstheorie gab es da natürlich auch schon ganz lange und das wurde noch halb belustigt angewandt auf Leute, die sagten, ah, ich habe ein gesundes Immunsystem, keine Panikmache und so weiter. Ja, und wir Hacker, wir wollen ja wissen, was los ist. Also gab es natürlich auch Tausende von Hobby-Virologen, die auch tatsächlich in Mathe aufgepasst hatten und auch gleich in Software abbilden und testen konnten, ob ihre Gedanken denn auch konsistent seien. Und die haben sich da ordentlich reingenördet und haben Internetseiten aufgemacht, Podcasts gestartet und hatten auch gleich eine große Audience, die zusammen mit einigen Mainstream-Virologen zusammen dann tatsächlich erstmal wissenschaftliche Informationen in nerdgerechter Form geliefert haben. Wir wollten eben als Hacker wissen, was los ist. Nur das ist uns nicht immer gelungen. Und wir verzeichneten dann so langsam auch die ersten, ja, Falschabbieger, illegitime Kritik, wie bei so vielen da draußen. Radikalismus und Fundamentalismus, den wir vielleicht bei vielen Menschen, mit denen wir so täglich zusammen waren und sind, immer schon beobachtet haben, der beschritt plötzlich neue Wege, die einem etwas unangenehm vorkamen. Und die traditionellen Skepsis und Werte, der Datenschutz im weiteren Sinne einer informationellen Selbstbestimmung, einer digitalen Mündigkeit, ja womöglich sogar einer Selbstbestimmung im Sinne der Unabhängigkeit des Cyberspaces. Ich meine, erinnere sich an die entsprechende Erklärung von, ich glaube, 1994. Das alles traf auf die Notwendigkeit, sich doch mal unangenehmen Themen wie Kontrolle und Datenverarbeitung in einer neuen Form zu widmen. Ja, und jetzt seit gar nicht langer Zeit, seit wenigen Wochen, ganz wenigen Monaten, hat sich ein bisschen was getan. Das Impfen ist offenbar weitgehend ungefährlich, jedenfalls auf der Datenbasis mehrerer Milliarden verabreichter Impfdosen gibt es durchaus mal Menschen, die es nicht gut vertragen, aber das sind tatsächlich sehr, sehr wenige. Aber trotz dieser Evidenz, die ja vor einem Jahr noch nicht da war, da war es auch unter Hackern noch viel legitimer zu sagen, oh, ich bin mal Late Adopter, was diese neuen Dinge angeht. Das ist jetzt nicht mehr so, aber das ist längst überholt von einer Lagerbildung, von jeweils gegenseitig beklagter Ausgrenzung, nicht? So wie Leute sich darüber beklagen und sich als ausgegrenzt bezeichnen, weil sie nicht mehr unwidersprochen sich jeden Tag rassistisch äußern können auf der Straße, so gibt es halt auch Leute, die sich ausgegrenzt fühlen, weil ihre abweichende Meinung oder ihre abweichende Dateninterpretation, oft in kleinem, ja, so die abweichende Trendprognose in der Vireninzidenz kann durchaus auch schon mal zu Ausgrenzungsgefühlen führen. Wir sind also ein bisschen dünnhäutig und ein bisschen verängstigt geworden, wie die Menschen in früheren solchen Zeiten eben auch. Es gibt darüber beredte Zeugnisse, viele davon haben es auch in das Internet gefunden. Es gibt die rigiden Maßnahmen in Frankreich im 18. Jahrhundert, passend zum damaligen Zeitgeist. Es gab um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges diese europaweiten Waves, die Tanzbewegungen, die Leute, die sozusagen damals zu Fuß europaweiten Wave veranstaltet haben und von ihren Zeitgenossen zumindest so weit bestaunt wurden, dass sie es in die damaligen Zeitungen oder deren Vorläufer schafften. Und manchmal äußern sich Menschen verstörend, äußerten Ansichten, die man ihnen nie zugetraut hätte, bestürzend viele gute Menschen, ich werde auf die guten TM und die bösen nachher noch eingehen, ziehen Schlüsse aus alledem da draußen, die wiederum andere von uns überhaupt nicht gutheißen können. Und das Ganze bekommt eine Eigendynamik. Es fehlt eigentlich bloß noch der Trump. Die Trump-Anhänger haben wir schon. Ja? Nur sind bisher die entsprechenden politischen Vertreter so unfähig, das aufzufangen, dass uns im Moment diese Peinlichkeit wahrscheinlich erspart wird. Wir hatten und haben ja auch mehr so eine Anti-Trump-Regierung.
die auch entsprechende Frustration auslöst bei denen, die gerne so einen Trump hätten. Und da geht es ja immer um die Frage, die Freiheit zum unvernünftigen Verhalten zu verteidigen oder verteidigen zu müssen. Das haben wir immer fleißig getan. Beim Drogenkonsum, beim Übergewicht, beim Ausleben sozial abweichender, neurountypischer Verhaltensformen haben wir immer gesagt, wir finden das okay, wir bieten auch einen Raum oder Räume, um sowas tun zu können. Nicht-Diskriminierung war ein ganz wichtiges Thema, nicht? Wir wollten niemanden wegen Krankheit, Behinderung, Aussehen, Übergewicht, statistisch seltenen körperlichen oder geistigen Dispositionen ohne oder auch mit umstrittenem Krankheitswert irgendwie diskriminieren. Und in unseren Kreisen gibt es ja auch viele Untergruppen, die sich solche Anliegen aus eigener Betroffenheit oder aus Idealismus verdienstvoll zu eigen machen. Ja, politisch unvernünftiges Verhalten gibt es dann auch, nicht? Das, wo es mit der Versachlichung schwieriger fällt. Faschismus und Rassismus, naja gut, da hat jeder eine eigene Vorstellung von, aber irgendwie zumindest sind sich die meisten da einig. Die Älteren von uns erinnern sich noch an die Anlässe, deretwegen Leute wie George Orwell 1948 Bücher wie 1984 geschrieben haben. George Orwell tat das, nachdem er ein paar Jahre vorher im Spanischen Bürgerkrieg den Stalinismus kennengelernt hat, als Kämpfer auf der linken Seite. Und so sind gewaltförmige, kontrafaktische oder jedenfalls faktenignorierende Wahrheits-, Wahrnehmungs- und Realitätsvorgaben, die man mit Gewalt durchsetzt, immer noch bekannt unter Schlagworten wie Stalinismus. Und diejenigen, die noch so zu Zeiten von Kalten Krieg aufgewachsen sind und die noch Eltern und Großeltern hatten, die Opfer solcher Gesellschaftssysteme waren, können sich recht gut etwas darunter vorstellen. Und da reagiert das ja auch. Ich kann mir vorstellen, dass bei so manchen überraschend alten Teilnehmer gewisser Demonstrationen solche Erinnerungen durchaus eine Rolle spielen, wenn man sich vom Staat nur um Himmels Willen nichts sagen lassen will oder Angst hat, was denn als nächstes kommen könnte. Dann haben wir immer schon Traditionen gehabt, gerade auch in Deutschland, von religiösem oder ideologisch-wissenschaftlichem, in Anführungsstrichen, Geschichtsverläufen und Wahrheitsansprüchen. Das war der real existiert habende Marxismus-Leninismus oder auch real existierende Sozialismus. Da gab es eine Erlösungslehre, da gab es eine Partei, die mit wissenschaftlicher Genauigkeit ganz genau wusste, wie der Lauf der Geschichte und der Welt sein würde. Und solche Wahrheitsansprüche, solche Erlösungslehren finden in allen möglichen Formen immer wieder Popularität, auch Opfermythen. Wir denken an die jugoslawischen Bürgerkriege, an die Opfermythen der Serben, der Kosovaren, an die der Schiiten, nicht? Stichwort Iran, oder auch aus heutiger Zeit an die rechtskonservativen Polen, die ihr eigenes Volk als den Jesus unter den Völkern bezeichnen, weil er ja immer wieder unterdrückt wurde, ob seiner Wahrheits- und Gottesliebe. Ja, da sieht man, jeder macht sich seine eigene Erlösung, so gut es einigermaßen geht. Wo fängt jetzt die Gefahr an? Das ist die Folie, wo ich mir vorstellen kann, dass die am meisten Widerspruch hervorruft, und das soll sie auch. Ich habe im Moment den Eindruck, von Erkenntnis will ich noch nicht sprechen, und es macht sich mir das Potenzial einer Gefahr auf, dass nämlich die Geschichte mit Impfverweigerung oder impfen sollen und müssen und Registern und Überwachung und Kontaktbeschränkung, dass das so ein bisschen ein weiteres Kinderporno-Argument der Sicherheits- und Gesundheitspolitik werden kann. Eine Neigung mit Schadenspotenzial. Und dass es ganz schön schwierig und zum Teil richtig eklig ist, hier die Freiheit von Überwachung verteidigen zu müssen, am Beispiel von Menschen, deren Meinung und deren Meinungsbegriff man so überhaupt nicht teilen kann. Es ist der Eindruck, es gäbe einen Anteil der Bevölkerung, der erstens größer ist als gedacht, zweitens weit dümmer ist als gedacht, der deshalb unterdrückt werden muss oder zumindest mit moralischem Wohlbehagen unterdrückt werden sollte oder aber makropolitisch als Gefahr bekämpft werden muss. Das müssen wir nämlich immer mitlesen, wenn wir sagen, gut, dass die Schwurbler nicht mehr da sind. Die Schwurbler sollen mal genauso viel Ärger mit der Polizei kriegen, wie wir früher, als wir für das gute TM demonstriert haben und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass wir es nicht dürfen, wir müssen das sogar. Aber wir müssen die Gefahr halt mitsehen. Sehr gern von etwas schwachen Politikern, aber auch von
ausgewogenen Kommentatoren in Medien ist so diese Erzählung von Spaltung der Gesellschaft. Das war früher sehr viel schlimmer. Ich betreibe einen technikgeschichtlichen Podcast, der so meistens so die letzten 150 Jahre abbildet und habe damit viel recherchiert und mit Menschen gesprochen, die halt noch Zeitzeugen aus erster Hand sein konnten. Also Spaltung der Gesellschaft war schon mal sehr viel schlimmer. Zu Kaisers und Bismarcks Zeiten, aber auch in der Weimarer Republik gab es in jeder Kleinstadt jeden Sportverein mindestens zweimal. Nämlich in althergebracht und als Arbeitersportverein. Die hatten ihren eigenen. Und im Arbeitersportverein gab es manchmal noch das Vereinsheim für die Kommunisten und das für die Sozialdemokraten. Das ging nämlich gar nicht, dass die zusammen Bier getrunken hätten. Was wäre denn das geworden? Und wenn es von den Schwarzen gegen die Roten ging, dann natürlich gegen die einen Roten und die anderen. Wir kennen das, Judäische Volksfront und Volksfront von Judäa. Aber das führte dazu, dass man nicht etwa aus der einen Blase in die andere heiraten durfte oder gar Kinder haben. Dann musste man auch schon mal den Ort verlassen oder den Arbeitgeber wechseln. So war das zu den jugendlichen und jungen Erwachsenenzeiten meiner Großeltern, selbst erzählt bekommen. Also Bubbles, Echo Chambers, Milieus gab es früher schon und zwar wesentlich deutlicher. Wenn man sich da im falschen Outfit im Berliner Wedding in die falsche Kneipe verirrt hat, dann ging man jedenfalls nicht körperlich unversehrt für seinen Irrtum da wieder raus. So war das eben. Ja, also der Eindruck und die Gefahr, es gebe einen Anteil der Bevölkerung, der gefährlich sei und unterdrückt werden muss, klingt das nicht ein bisschen wie die Opfermythen der Corona-Leugner? Die klagen darüber, nicht mehr unwidersprochen Rassist, Homöopath oder gar religiöser Fanatiker sein zu dürfen? Diese Beobachtung, Harmonie in Hackspaces und in anderen Gruppen, jetzt wo die Ungeimpften nicht mehr rein dürfen, mündliche Überlieferung, scheint ja so ein Zeichen zu sein, dass so ein bisschen Spaltung der Gesellschaft vielleicht gar nicht so schlecht empfunden wird von dem einen oder anderen. Zumindest kurz- und mittelfristig. Und ganz besonders dissonant wird das natürlich, wenn all das vertreten wird, auf beiden Seiten von Leuten bisher, die bisher immer die Freiheit zu abweichenden Lebensentwürfen verteidigt und gelebt haben. Was werden also die Kollateralschäden sein? Meinungsfreiheit wird ja oft zitiert. Ich habe tatsächlich nochmal ins Grundgesetz geguckt, also Artikel 5 fängt an, Absatz 1, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und so weiter. Und dann kommt Absatz 2, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Ja, also eben nicht, ich kann sagen und meinen, was ich will. Nur soweit das nicht die Schranken der allgemeinen Gesetze berührt. Schau mal an. Andererseits haben wir aber auch Freiheiten, die durchaus weitergehen. Zum Beispiel Religionsfreiheit. Wie problematisch das immer schon war und welche schwierigen Probleme das immer schon aufgeworfen hat, kann man auch hier auch sehen. Zur Religionsfreiheit nach geltender Rechtsprechung in Deutschland gehört es für die Ausüber bestimmter Religionen, soweit staatlich anerkannt, aus religiösen Gründen ihre Kinder zu verletzen, zu beschneiden oder sonst irgendwie in der körperlichen Unversehrtheit zu beeinträchtigen oder auch durch Nichtzustimmung zu einer Blutspende zu töten. Es wurde in den letzten Jahrzehnten als Bedrohungsform von islamischem Fundamentalismus politisch diskutiert. Den christlichen Fundamentalismus, den kennen wir alle, den gibt es auch schon länger. Und an christlichen Sekten ist insbesondere in einigen Regionen Deutschlands im Grunde kein Mangel. In jedem Dorf findet man zur großen allgemeinen Kirche noch eine ganz besondere von Menschen, die sich für ganz besonders erleuchtet halten. Ja, und von der Esoterik und so weiter, von Schüsslersalzen, Homöopathie und so weiter, braucht man in Deutschland gar nicht zu erzählen. Das hat ja sozusagen fast schon gesundheitspolitischen Verfassungsrang. Nun sind wir also angekommen bei der Frage vom Zwang und Schwierigkeit der Versachlichung. Was sind denn nun Meinungen und was sind Fakten? Was sind Freiheiten und ihre Grenzen? Und noch viel schlimmer, wie gehen wir mit dem Faktum um, dass der Umfang von Meinung und die Grenze zwischen Meinung und Faktum wiederum eine Meinungsfrage darstellt? Das haben uns die Philosophen ja seit 100 Jahren bereits logisch nachgewiesen. Wie gehen wir mit sowas um? Wir müssen ja irgendwie mal weg vom Grusel. Wir müssen also von Freiheiten und Freiheitsdefinitionen reden, von Moralfragen und die Frage, wer moralische Entscheidungen trifft und wer sie dann durchsetzt für denjenigen, der sie nun moralisch getroffen hat.
in Gruppen oder als große Organisation wie ein Unternehmen oder ein Staat. Die Pandemie war nämlich gleichzeitig die falscheste und die perfekteste Gelegenheit, sich an diesen verschiebbaren Schnittflächen gegenseitig Gewalt anzudrohen, anzutun oder jedenfalls die Sprache zu verlieren. Perfekte und falscheste Gelegenheit sowohl für Protest, legitimen Protest und Manipulation, die wahrscheinlich sehr selten legitim ist. Bleiben wir noch mal einen Moment dabei. Ein Vorwurf könnte sein, der Konkretisierung, Impfverweigerer verhielten sich gemeinschädlich. Das ist ein statistischer Zusammenhang, der sich moralisch begründen lässt, der sich ökonomisch messen lässt, alles diskutabel, den man sozial, philosophisch und politisch begründen kann und am Ende muss. Es ist sowohl eine privatmoralische als auch eine öffentlich-politische Frage. Entscheidungen müssen getroffen werden auf großen Ebenen, beim Staat und in freiwilligen Zusammenschlüssen, ob das nun Sportvereine oder Hackspaces sind. Und es gibt Entscheider, entweder Repräsentanten oder aber abstimmende kleinste Glieder irgendeines Zusammenhangs. Und Meinungsbildner sind alle, so wie ich hier, alle, die irgendwie Medien bedienen oder bespielen oder auch konsumieren. Alle, die irgendeine Autorität haben, sich anmaßen oder denen eine zugeschrieben wird. Alle Reichweiteninhaber in welcher Blase auch immer. Das Wort Meinung, wie gesagt, wird oft ambivalent benutzt. Fakten sind keine Meinungsfrage, die Frage nach ihrer Relevanz schon, faktisch jedenfalls. Wir sind der Meinung, dass es nach bestmöglicher Faktenlage und nicht nach irrationalen Glaubens- und Überzeugungssystemen gehen soll. Ja, aber in unserer Verfassung steht auch was von Religionsfreiheit, also der Freiheit, genau das zu tun. Und das halten wir in dem und dem Umfang für durchsetzungsnotwendig, in Kenntnis der Dilemmata, die wir haben. Wo liegt nun also der Sweet Spot? Was machen wir denn jetzt, wenn schon nicht im großen Ganzen da draußen, sondern zumindest in unserer kleinen Welt hier drin? Ja, wie sonst auch, wir suchen irgendwie den Sweet Spot. Und nun ist die Frage, was sollen sie machen, die guten und die bösen TM? Ich habe erstmal Ratschläge für die guten TM. Was sollten wir denn tun? Also wenn unser verflossener Gesundheitsminister Spahn eins richtig gesagt hat, dann wir werden uns eine Menge zu verzeihen haben. Verzeihen können muss man eben können oder lernen. Prozesse verstehen, das habe ich hier jetzt versucht in diesen letzten 27 Minuten. Einfach sich bewusst sein, was für ein Ding läuft denn da gerade hier drinnen und da draußen. Unsere eigene gefährdete Lage sehen und sich ihrer bewusst sein. Das, was wir gegen die von uns als schädlich betrachteten Abweichler in die Tat umsetzen, könnte sich auch gegen uns wenden. Wir müssen gegen die wirklichen Gefahren vorgehen, also diejenigen, die Nutzen daraus ziehen und jede Menge Schaden in Kauf nehmen, tatsächlich im für sie nützlichen Sinne zu spalten und damit ihre ökonomischen oder politischen Interessen zu befördern. Und wir müssen die bösen TM, also die Manipulierten, willkommen zurückheißen, sobald das möglich ist. Oder aber Abstand von ihm nehmen, wenn nötig. Also einfach können wir es uns nicht machen. Aber wir müssen uns schon mal gedanklich darauf vorbereiten, dass dieser Zeitpunkt bald mal kommt. Und was ist der Ratschlag für die bösen TM? Die irgendwie draußen gelandet sind, die nicht an Bord dürfen, weil sie nicht geimpft sind, obwohl sie doch dreimal erklärt haben, warum sie das glauben, meinen zu müssen? Ja, wir Bösen. Unsere Sache stand schlechter als gedacht. Wir hatten gute Absichten. Wir wollten die Freiheit von allen verteidigen. Nur hatten wir einen ziemlich schlechten Case und das hat sich jetzt rausgestellt. Nun ist die Frage, was mache ich draus? Will ich dazugehören? Das ist kein automatisches Ja, sondern ob und in welchem Zugang ich zu einem Zusammenhang mich dazuzähle und mitmache, entscheide ich selber. Ich muss das irgendwie neu justieren. Das kommt erstmal dazu. Wie viele Kompromisse mache ich denn jetzt? Was ist der Preis des Aktivismus? Talk is cheap, haben wir alle irgendwie mal gelernt. Und ein Aktivist, der das per Mausklick irgendwie am Wohnzimmertisch macht, ist vielleicht nicht so viel wert wie jemand, der seit Jahren unnötigerweise in Untersuchungshaft darauf wartet, da sollte mal drauf kommen, dass er ein Aktivist sein könnte.
Jedenfalls soll man nicht den Bösen helfen, auch nicht als Böser, also den wirklich Bösen. Also denen, denen man gedient hat und deren ökonomischen und politischen Nutzen man gemehrt hat, während man selber nur Schaden hat. Des Schadens muss man sich bewusst sein. Reputationsschäden treten oft auch nachgelagert auf. Der Nerd, der bisher in seinem Hackspace als echter Experte für Netzwerktechnik anerkannt war, wird möglicherweise wegen seiner pandemischen oder pandemiehaltungsbezogenen Vergangenheit nicht mehr eine ganz so große Autorität in Netzwerkfragen sein in Zukunft. Und es kann auch noch viel länger dauern. Ich kann mich gut erinnern, als die deutsche Einheit noch wenige Jahre alt war, da ist es Leuten passiert, dass sie aus für sie unerklärlichen Gründen eine Arbeitsstelle nicht bekommen haben oder ein Grundstück nicht verkauft bekommen haben. Und es stellte sich raus, die Menschen auf der anderen Seite, die waren irgendwann mal aus der DDR geflohen. Und wenn man dann zufällig etwas repräsentierte, vor dem diese Menschen einmal haben fliehen müssen, ja, dann war man halt bewusst oder unbewusst der Leidtragende. Das kann jetzt auch passieren. Sowas kann einem also länger nachschleichen, als man denkt. Das sollte man eben auch tun. Was sollte man noch machen? Man sollte Kontakt halten. Wenn man nun irgendwo physisch nicht hin darf, kann man ja elektronisch dabei sein. Man soll sich Verbündete suchen, nicht Leute, von denen man erwartet, dass sie allen Unsinn teilen, den man möglicherweise selbst verzapft hat, aber zumindest Leute, mit denen man noch sprechen kann. Ich rate immer Menschen, die sich in diesen Nöten, in diesen Tagen an mich wenden, dazu, lasst euch zunächst mal heimlich impfen. Einfach nur mit einem Papierzettel, nirgendwo registriert, steckt den in die Tasche, für den Fall, dass es der Aktivismus wirklich nicht wert ist, dass man deswegen den Job verliert. Man kann das ja digitalisieren, wenn es soweit ist, und aus der Tasche ziehen, wenn es an dem ist und man womöglich vor der Perspektive steht, sonst noch sehr viel länger irgendwo nicht hingehen zu dürfen, wo man gerne sein möchte. Und man soll Zeit verstreichen lassen. Die Zeit heilt keineswegs alle Wunden, aber manche eben schon. Und sich entsprechend vorbereiten, indem man Kontakt hält und so die wichtigsten Hindernisse aus dem Weg räumt. Tja, und was soll das alles nun? Letzte Minute. Willkommen im 21. Jahrhundert, kann man wieder nur sagen. Fast jeder, der alt genug ist, weiß genau, wo er am 9. September 2001 gewesen ist. Willkommen im 21. Jahrhundert, hieß es schon in den Tagen danach. Terror, Klima, das ganze Klimathema, eigentlich Jahrzehnte alt, aber endlich mal hoffentlich virulent, oje. Generation und Sorge und die Demografie, die unterschiedlichen Demografien auf der Welt werden uns noch viel Spaß bereiten. Nicht umsonst überlegen wir uns langsam, ob man vielleicht irgendwie ein Heim für ruhende Hacker bilden sollte, damit wir unsere Lebensverhältnisse auch weiter in der sich ändernden Gesellschaft noch irgendwie aufrechterhalten können. Es gab in 90er Jahren mal ein Buch von einem Amerikaner namens Huntington, hieß er, glaube ich, Clash of Civilizations. Der deutsche Titel ist mir entfallen. Krieg der Kulturen, Krieg der Welten oder sowas ähnliches. In der Art, wie der es gemeint hat, ist es Gott sei Dank nicht wahr geworden. Aber auf jeden Fall unterschiedliche Auffassungen von Kultur, damit übrigens auch religiösen Grundlagen und ähnliches, bilden Grundlagen für Konflikte, sehen wir überall auf der Welt. Grenz- und Bruchlinienkonflikte, so nannte es der Autor dieses Werkes, brechen tatsächlich überall auf. Insoweit hat er recht behalten. Schrumpfendes Wachstum, der Ökonom kennt sowas, ne? Etwas wächst mit sinkender Grenzrate und Vorboten von Schrumpfung stellen viele ökonomischen Wahrheiten in Frage. Und das ist für die, die jetzt leben, mindestens so relevant wie für diejenigen, die sich um die Auswirkungen des Klimawandels in wenigen Jahrzehnten, von Terror in wenigen Jahren oder auch von Demografie in Jahrhunderten sorgen. Das alles sind also möglicherweise schlechte Zeiten. Aber ich komme wieder zurück aufs geschichtliche Beispiel. In schlechten Zeiten zu leben, dieses deutliche Gefühl hatten meine Großeltern in den 20er Jahren auch. Und gleichzeitig haben sie die geilsten Sachen gemacht. So als Nerds von damals sozusagen. Es ist also nicht alles schlecht, es ist selten alles schlecht. Und diese ganzen Sorgen bieten auch Chancen. Das ist keine Worthülse, sondern das ist jedenfalls bisherige soziale und politische Erfahrung, soweit wir das jetzt wissen können und überliefert bekommen haben. Und damit möchte ich für jetzt mit 4 Minuten überziehen Danke sagen und mal gucken, ob irgendwelche Feedbacks eingegangen sind auf Twitter, auf Mastodon oder in unseren Pads und Chats. Vielleicht wird es eine Version 3.0 geben, wenn wir mal wieder ein Stück weitergekommen sind in dieser Dissonanz zwischen Hacker-Spirit und Kontrolle und Überwachung da draußen. Schauen wir doch mal.
Ja, ich halte einen Vortrag. Gibt es auch einen? Also auf Twitter wurde bemerkt, ich hielte einen Vortrag. Und ansonsten fanden wahrscheinlich alle den gut. Das finde ich natürlich gut, dass ihr den gut findet. In Dresden hatten wir nach der halben Stunde Vortrag noch eine Viertelstunde angeregte Diskussion, was man denn in den Hackspaces nun macht. Gucken wir mal auf Mastodon. Und ansonsten bin ich auch zufrieden. Ich bin ja als @ayuvo in diesem Chaos-Universum in diversen Richtungen jederzeit erreichbar. Sodass es also durchaus möglich ist, auch später noch Fragen zu stellen und mir Input zu schicken für Version 3.0. Da möchte ich mich im Voraus schon mal für bedanken. Nö, wenn es das gewesen ist, dann danke hierfür. Weiterhin schönen RC3. Lasst euch nicht verdrießen. Weist Leute auf diesen Vortrag hin. Und wenn ihr Version 3 wollt, gebt mir Input und Feedback. Vielen Dank. Vielen Dank, Ayuvo. War interessant, war spannend, waren schöne Gedankengänge. Wir wollen euren Kopf jetzt weiter verdrehen mit der C3 News Show. Wir sind jetzt 6 Minuten zu spät zum Starten, deshalb würde ich mal sagen, fangen wir jetzt einfach mal damit an. Nach der News Show machen wir wieder auf das CBS etwas Pause und dann geht es um 16 Uhr bei uns weiter mit The COVID-19 Diaries Second Edition, Erlebnisse aus Wissenschaft und Medizin und Aktivismus. Dr. Lisa Stein und Dr. Cornelius Fischer werden hier auf der Couch sitzen und uns ein paar neue Ergebnisse aus der Wissenschaft, Medizin und Aktivismus nennen. Viel Spaß, bis gleich. Everything is licensed under a CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.